Sie arbeitet im Schichtdienst in der Altenpflege und kümmert sich in ihrer Freizeit um Menschen, die auf der Straße leben. Warm durch die Nacht heißt das Projekt, das Obdachlose mit Nahrungsmitteln, warmer Kleidung und Zuspruch versorgt. Petra Beck ist die treibende Kraft dahinter. Aus der kleinen privaten Initiative ist eine veritable Hilfsorganisation geworden, die 5-mal pro Woche rund 50 Menschen betreut. Naja, das ist halt was, was wir in unserer Stadt machen. Und die Gäste, die wir versorgen, das sind auch unsere Mitbürger. Egal, wie schlecht es denen geht. Ne? Die wohnen, auch wenn sie auf der Straße leben, die wohnen in Gelsenkirchen. Und eigentlich finde ich das logisch, dass man eben auch in seiner Stadt anpackt. Ich habe schon viele andere Sachen auch gemacht, aber einfach in der eigenen Stadt was machen und sich um den Nächsten kümmern. Inzwischen haben sich rund 30 Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener als ehrenamtliche Helfer dem Projekt angeschlossen. Mindestens so bemerkenswert wie ihr freiwilliger Einsatz ist die Begründung, warum Petra Beck sich das alles aufbürdet. Der Trick ist einfach, man muss alles gerne machen, sowohl den Job als auch das, was man nebenbei macht. Ich gehe auch noch schwimmen, also trainiere auch noch relativ viel, aber das macht man gerne. Und es ist so, dass wenn man mit Menschen was macht, egal, ist bei mir jetzt der Job und auch das Ehrenamt, man kriegt ganz viel zurück und zwar relativ fix. Und das macht einen dann selber auch glücklich. Deswegen ist das überhaupt für mich kein Thema, abends auf dem Sofa zu sitzen und den Sender, sage ich jetzt nicht, irgendwas zu gucken, sondern ich gehe dann raus, weil dann komme ich nach Hause, dann bin ich auch dankbar für das, was ich habe. Wird ja immer oft gemeckert, aber ich habe Heizung, ich habe was im Kühlschrank, meine Schuhe haben keine Löcher, das Leben ist schön, so. Und da kann ich auch draußen, das ist ja ein Privileg, helfen zu können. Man kann vor dem Engagement von Petra Beck nur den Hut ziehen. Und so ganz nebenbei ist sie 2019 auch noch Europameisterin geworden. Natürlich im Rettungsschwimmen. Ja.